Willst du nicht nach Hause? Was denn? Fühlt sich nicht wohl? Wir müssen aus der Wohnung raus. Aus der Wohnung? Wieso aus der Wohnung? Morgen früh. Ich kann morgen früh nicht in die Schule kommen. Ich muss helfen. Ach so, ihr zieht um. Ich muss helfen, alles auf die Straße stellen. Auf die Straße? Meine Mutter sagt, wir stellen alles auf die Straße. Die Leute sollen sehen, was man mit uns macht. Ich kann morgen nicht in die Schule kommen. Na komm, bring ich nach Hause. Wer will euch denn auf die Straße setzen? Hosner. Ist das der Mann, der alte Häuser kauft, sie saniert und dann die Mieten erhöht? Ja. Und ihr wohnt in einem Haus von Hosner? Er hat es gekauft. Und deswegen müsst ihr raus. Wir können nichts dagegen machen. Danke, dass du mich heimgefahren hast. Ich komme mit drauf. So, hat er Ihnen erzählt? Die Wohnung räumen? Rausgeworfen werden wir auf die Straße gesetzt. Und die Polizei hilft auch noch. Ja, weil sie mussten. So, mussten sie? Weiß doch ganz genau, dass es ein Gerichtsbeschluss ist. Tossler heißt der Mann. Haben Sie von dem schon gehört? Ja, ich habe von ihm gehört. Ein Spekulant. Das ist er. Wir können wieder einziehen, wenn das Haus in Ordnung ist. Für die doppelte oder dreifache Miete. Ja, leider hat er das Recht dazu. Morgen werden wir zwangsgeräumt. Gut, gut. Stellen wir die Möbel eben auf die Straße, ob es regnet oder schneit. Wir werden dort kochen und essen und schlafen werden wir auch da. Haben Sie schon mal versucht, mit Tossner zu sprechen? Sprechen? Mit dem kann man nicht sprechen. Der lässt sich verleugnen und der weiß warum. Soll ich mal mit ihm reden? Warum wollen Sie das tun? Weil Sie einen sehr lieben Jungen haben. Und einen sehr begabten. Der kann ja morgen auf der Straße weiterlernen. Tossner AG? Herrn Tossner, in welcher Angelegenheit? Es soll da morgen eine Zwangsräumung stattfinden bei einer Familie Kugler. Mein Name ist... Ich gebe Ihnen einen Sachbearbeiter. Nein, nein. Ich müsste schon Herrn Tossner selber sprechen. Das ist leider nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Herr Tossner befasst sich nicht persönlich mit den einzelnen Fällen. Es tut mir leid. Hallo. Hallo! Setzt euch. So, ich hatte euch ja gestern erzählt, dass wir... Ah, wisst ihr was? Nehmt eure Lesebücher raus. Niki, komm mal vor. So, Niki, du bleibst vorne und sorgst für Ordnung, ja? Die Möbel werden nicht verlangt, die bleiben hier auf der Straße. Frau Kugler, hören Sie, die Möbel werden ja erstmal nur ausgelagert. Sie wissen doch, wo die bleiben werden. Ja, ich weiß, wo die bleiben. Und ich, wo ich bleibe, hier. Sie wollten doch Tossner anrufen. Kommen Sie da rein? Nein, man hat mir gesagt, Herr Tossner befasst sich persönlich mit den Einzelfällen. Das fand ich. Ich kann da nichts machen. Ja, was denn nun? Sie! Hallo! Sie! Haben Sie? Hansi, wo bist du?
Hansi! Hansi! Verstehen Sie, der Junge ist tot. Ein Kind ist aus dem Fenster gesprungen. Meinen Sie wirklich, das interessiert Herrn Tossner nicht? Herr Tossner hat damit nichts zu tun. Doch. Er hat damit zu tun. Sie können ihn nicht sprechen. Es ist sinnlos, darauf zu bestehen. Irgendwo muss er ja wohnen. Ja, bitte? Guten Abend. Ich möchte Herrn Tossner sprechen. In welcher Angelegenheit? Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Haben Sie einen Termin? Hören Sie. Ich will Herrn Tossner sprechen und ich will ihn jetzt sprechen. Nein, tut mir leid. Warum lassen Sie sich nicht sprechen? Warum kommen Sie nicht heraus? Ich muss Ihnen was sagen. Herr Tossner, Sie sind unmenschlich. Siegmann soll kommen. Der Mann bedroht mich. Man kann auch mit anderen Mitteln sanieren. Was ist denn los? Es steht jemand vom Tor und bedroht mich. Ja, aber die Hunde sind doch draußen. Trotzdem, Dickmann soll sofort kommen. Herr Dickmann, kommen Sie sofort. Was will so ein Mann eigentlich? Das sind doch ganz normale Geschäfte, die ich mache. Was erwartet der von mir? Tossner, Sie sind unmenschlich. Ich will über einen Tod mit Ihnen reden. Herr Gott! Über das Schicksal eines kleinen Jungen! Glauben Sie nicht, dass Sie mir entgehen! Sie werden bezahlen müssen. Alles, was Sie anrichten. Was ich anrichte? Wer kümmert sich denn sonst um diese Bruchbuden? Wer macht sie denn wieder bewohnbar? Ich habe schon gehört, Herr Tossner. Stellen Sie fest, wer das ist. Dann ist er seines Lebens nicht mehr sicher. Sofort. Hasso! Kau! Naja, andere weihen feierlich Bauruinen ein, die Milliarden gekostet haben, und heften sich dafür noch Orden an die Brust. Ich sehe ja nicht mehr als meine Ruhe. Tut mir leid, Herr Tossner, aber ich habe nicht mehr erwischt. Die Wohnung räumen? Rausgeworfen werden wir auf die Straße gesetzt. Das ist völlig sinnlos. Die Polizei mischt auch noch. Herr Tossner befasst sich nicht persönlich mit den einzelnen Fällen. Andi! Andi! Schicksal nicht entgehen, Tossner! Sie verdienen, dass man ihnen den Hals umdreht! Eines Tages, da wird jemand tun. Persönlich mit den einzelnen Fällen. Haben Sie einen Termin? Nein, tut mir leid. Herr Tossner, wir befassen uns nicht persönlich mit den Einzelnen. Nicht persönlich, nicht persönlich. Befasst dich nur mit den Kindern. Im gerechten Schicksal werden Sie nicht entgehen!
Morgen, Herr Kraus. Schon in die Schule? Naja, ich weiß, ich bin ein bisschen früh heute, aber ich halte es in der Wohnung nicht mehr aus. Nervös. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, ich brauche eine Psychologin. Tja, dann kommen Sie rein. Oder haben Sie es nur auf meine Brötchen abgesehen? Nein, mir ist wirklich nicht nach Frühstück. Donnerwetter, das klingt aber gar nicht gut. Ja, eben. Ich habe einen Menschen umgebracht. Was haben Sie? Ich habe einen Menschen umgebracht in dieser Nacht und nicht zum ersten Mal. Seit Tagen bringe ich ihn jede Nacht um. Wen bringen Sie denn um? Haben Sie den Namen Tossner schon mal gehört? Tossner? Ist das der, von dem er jetzt dauernd in der Zeitung liest? Ah ja. Der mit den 5000 Wohnungen. Ah, ja. Er kauft alte Häuser auf und saniert sie, um die alten Mieter rauswerfen zu können. Ja. Die Eltern eines Schülers von mir wurden auf die Straße gesetzt. Der Junge ist aus dem Fenster gesprungen. Seitdem kann ich nicht mehr schlafen. Ich weiß, wo Tossner wohnt. In einer Villa in Bogenhausen, in einem großen Park. Da laufen nachts Hunde herum. Woher wissen Sie das? Weil ich jede Nacht vor diesem Haus stehe. Im Traum? Nein, nicht im Traum. Ich stehe wirklich an diesem Gittertor und schreie hinüber, dass er seinem Schicksal nicht entgehen wird. Und dass ich ihm den Tod wünsche. Und ich wünsche ihm wirklich den Tod. Ich stelle mir vor, dass ich ihn umbringe. Und diese Vorstellung wird immer zwingender. Und wenn ich ihn getötet habe, sind Sie dann wieder erlöst? Ich werde wach. Ich weiß im Moment gar nicht, was passiert ist. Ich bin enttäuscht. Dass es nur ein Traum war? Ja. Ich habe Angst. Ah, entschuldigen Sie, meine erste Patientin. Was Sie da träumen, sind Ersatzhandlungen, die auch ihren Wert haben. Ersatzhandlungen. Guten Tag, bitte kommen Sie rein. Wir werden darüber sprechen. Sie melden sich. Ja, ich muss jetzt zur Schule. Sie können ihn nicht sprechen. Er ist auf der Straße stehen. Die Leute sollen sehen, was man mit uns macht. Das ist leider nicht möglich. Hey! Das Betreten der Baustelle ist verboten! Kannst du nicht lesen? Sie können ihn nicht sprechen. Es ist völlig sinnlos darauf. Marie! Ich kann nur nicht. Gott sei Dank, dass du so spät kommst. Entschuldige. Nein, nein, du, ich freue mich wirklich. Auf dich zu warten ist besser als nichts tun. Keine Chance. Ach, Seifenblase. Mann, aber sahst du erst ganz gut aus. Entschuldigung. Ja, ja, bitte, bitte. Die Herren fanden meine Bewerbung sehr interessant, aber und so weiter und so weiter. Ja, Fräulein. Zwei Kaffee. Du trinkst doch auch einen. Stellungsloser Kaufmann scheint ein moderner Beruf zu werden. Ja.
der Zukunft hat. Und du? Wie viele Seelen hast du denn heute Vormittag schon wieder gerettet? Oder massiert? Ja, unter anderem offenbarte sich mir heute ein Mörder. Ein Mörder? Noch kein ganz richtiger. Er hat jemanden im Traum umgebracht. Na, dann geht's ja noch. Wen denn? Seine Frau? Nein, Thorstner, den Wohnungshain. Ach, der mit den 10.000 Wohnungen? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Und den will er umbringen? Ja, den hat er umgebracht. Na, wie gesagt, nur im Traum. Allerdings, er weiß, wo Thorstner wohnt. Schleicht nachts ums Haus herum, schaut über den Zaun, dass ihm den Tod wünscht. Und du vergisst, was ich gesagt habe. Ich habe das im Moment nur gesagt, weil mich die Frage so beschäftigt, wie nah jemand wirklich dem Mord ist, den er sich so intensiv vorstellt. Bitte? Dankeschön. Ja, natürlich ist Thorstner ein Schwein. Aber er macht eine Menge Geld. Tag. Guten Tag. Die Thorstner AG, bitte. Sechste Etage, wenn Sie aus dem Lift kommen, gleich links. Sie können Herrn Thorstner nicht sprechen. Wenn Sie mir aber sagen, was Sie von ihm wollen, wir werden das erledigen. Naja, das ist schon eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Ich zweifle nicht, dass Ihr Anliegen Sie persönlich betrifft. Aber Sie können doch von Herrn Thorstner nicht verlangen, dass er es auch zu seiner persönlichen Angelegenheit macht. Immerhin geht es um sein Leben und nicht um meins. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass ihn das persönlich nichts angeht, bitte. Vielleicht hat er ja mehrere. Ja, mein Name ist Rolfs, Albert Rolfs, wenn Sie das bitte notieren wollen. Obwohl ich glaube, dass der Name allein ihm sicher nicht helfen kann. Tag. Einen Moment. Ja? Herr Rolfs. Herr Rolfs, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ich muss helfen, alles auf die Straße stellen. Die Leute sollen sehen, was man mit uns macht. Was denn, dann, dann. Die Leute sollen sehen, was man mit uns macht. Ja, natürlich. Bitte, kommen Sie. Die Angebote erscheinen mir sehr überhöht. Das sollten Sie mal mit denen von vor 2 Jahren vergleichen. Ja, bitte. Mehr als 4% sind da nicht drin. Das rechnet sich nicht. Gut, Sie melden sich dann. Herr Rolfs. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, ja. Sie können gehen. Herr Rolf, Sie wollten meinen Mann sprechen. Ja. Es tut mir leid, er ist verreist nach Düsseldorf. Aber wenn Sie die Angelegenheit auch mit mir besprechen können, bitte. Entschuldigung. Ja, natürlich. Ich war darauf nicht vorbereitet, aber... Sie deuteten an, es ging um das Leben meines Mannes, wenn ich Sie recht verstanden habe. Warum liegt Ihnen so viel an seinem Leben? Oder ist es nur ein Vorwand, ihn zu sprechen? Eher eine Art Referenz, die sicher ihren Wert hat. Jemand trachtet ihrem Mann nach dem Leben. Er ist besessen von der Idee, ihn umzubringen. Er kennt das Haus, in dem sie wohnen. Er steht jede Nacht vor der Tür und wartet auf eine Gelegenheit. Sie sind dieser Mann nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Nein. Naja, es hätte doch sein können nach dem Motto, ich bringe dich um, wenn du nicht... Das wäre eine Erpressung. Ach, und... Erpressung mögen Sie nicht? Nein. Bevor Sie mir mehr über diesen Mann erzählen, möchte ich gern wissen, warum Sie vor ihm warnen, warum Sie hierher gekommen sind, weil Sie meinen Mann so gern haben? Ich suche eine Stellung. Sie sind? Kaufmann. Wie lange ohne Arbeit? 8 Monate. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Sind Sie verheiratet? Nein. Ja. Ach, bitten Sie die Herren in 5 Minuten herein. Sie haben doch sicher Unterlagen, Ihre bisherige Tätigkeit betreffend. Selbstverständlich. Immer dabei. Wenn Sie die
mir bis morgen 15 Uhr überlassen könnten, dann würde ich Sie bitten, morgen um die gleiche Zeit bei mir vorbeizukommen. Hier ist meine Adresse. Oder nein, rufen Sie mich doch heute um 18 Uhr noch mal an. Unten rechts die Autotelefonnummer. Hallo, ja, hier spricht Rolfs, Albert Rolfs. Ich habe in der Stadt noch etwas zu besorgen, hätte Sie aber gerne heute noch gesprochen. Wenn es Ihnen recht ist, kann ich Sie in etwa 20 Minuten an der Oper aufpicken. Ja, das kann ich schaffen. Ein roter Ferrari. Befasst sich nicht persönlich mit den einzelnen Fällen. Es tut mir leid, dass ich Sie so herumhetze, aber ich habe mir Ihre Referenzen angesehen und würde gerne noch genaueres darüber erfahren. Das können wir doch gleich während der Fahrt noch erledigen. Ja. Steigen Sie ein. Ja, das hört sich alles ganz gut an. Wissen Sie, wir kaufen keine Katze im Sack. Bitte. Sie müssen mich einen Augenblick entschuldigen. Bitte. Danke. Bitte, nehmen Sie Platz. Wenn Sie etwas trinken wollen, Sie müssen ja ganz ausgedörrt sein vom vielen Regen. Geben Sie mir auch einen Whisky? Selbstverständlich. Werden Sie mir bitte sagen, wie? Pur. Ja. Danke. Also, Sie sagten, Sie mögen meinen Mann nicht. Nicht schlechten Ruf. Also, jemand schleicht nachts um dieses Haus herum? Jemand, der Nacht für Nacht davon träumt, ihren Mann umzubringen. Kennen Sie den Mann? Also, Sie müssen mir das schon sagen, wenn ich nicht annehmen soll, dass Sie mir Märchen erzählen. Ich begehe da einen Vertrauensbruch. Fällt Ihnen das schwer? Kommt ganz darauf an. Okay. Der Mann, der diesen Traum hat, ist deswegen in Behandlung bei einer Ärztin, einer Psychologin. Also, Sie wollten eine Stellung, vielleicht sogar eine mit wirklichen Chancen. Ja. Und ich sag Ihnen, wer der Mann ist.
obwohl Ihnen mein Mann nicht gefällt. Obwohl. Für Geld tun Sie alles? Fast alles. Oh mein Gott, ich muss mich umziehen. Ich muss zu einer Einladung. Wenn Sie auf mich warten wollen, nehme ich Sie mit in die Stadt. Dann können wir das Weitere besprechen. Selbstverständlich, gern. Machen Sie es sich gemütlich. Zu lesen ist etwas auf dem Tischchen. Hinreißend. Mein Kompliment. Mein Mann hätte da ganz anders reagiert. Darf ich fragen, wie? Sie haben schon gefragt und ich werde nicht antworten. Er hat nur seinen Kopf. Nur? Ganz bestimmt nicht. Nur. Ist es sehr unverschämt, wenn ich Sie daran erinnere, dass ich gesagt habe, dass er mir nicht so sympathisch ist? Außerdem ist er in Düsseldorf. Den Champagner finden Sie in der Küche. Bringen Sie den mit und zwei Gläser. Und wohin? Ist zwar ein großes Haus, aber das Schlafzimmer werden Sie schon noch finden. Wo sind denn die Hunde? Es ist eine Anordnung, dass bei Dunkelheit die Hunde rausgelassen werden. Warum befolgt man meine Anweisungen nicht? Warum sind denn die Hunde nicht draußen? Die Nachbarn haben sich über den Lärm beschwert. Ich wurde von der Polizei angerufen. Von der Polizei? Dass das aber auch eine Bedeutung haben könnte, wenn die Hunde bellen. Darauf ist die Polizei wohl noch nicht gekommen.
danke. Ausgezeichnet. Nur hier. Hier hat mich wieder die gesamte Hetzpresse empfangen. Hast du schon gegessen? Ja, natürlich. Im Flugzeug, danke. Aber was zu trinken? Wenn du mir was zu trinken? Wasser, Mineralwasser. Gut, mach ich. Rufen Sie einen Arzt und die Polizei. War das ein Schuss? Auf meinen Mann ist geschossen worden. Geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Wer hat was geschafft? Der Mann, der seit Tagen nachts um dieses Haus herumschleicht. Der gedroht hat, meinen Mann umzubringen. Vom Tor draußen hat er zu uns herübergeschrien. Wissen Sie, wer dieser Mann ist? Wer ist da? Ja, ich bin's, Albert. Du, Anita, es tut mir leid, dass ich dich jetzt geweckt habe, aber es ist etwas passiert. Tossner ist ermordet worden. Der Häuser Tossner? Ermordet? Ja. Ja, ich hab's gerade erfahren. Von der Polizei, die ist bei mir. Ich verstehe nicht. Wieso ist die Polizei bei dir? Danke. Frau Dr. Rolfs, mein Name ist Derek. Ich bin von der Mordkommission. Können wir jetzt wirklich noch zu Ihnen kommen? Ja, wenn es sein muss. Ja, und wie hast du damit zu tun? Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Erklären Sie es ihr. Anita, du hast mir doch von einem Klienten erzählt, der die fixe Idee hat, Tossner umzubringen. Meine Idee war, zu Tossner zu gehen und ihm zu sagen, in was für einer gefährlichen Situation er sich befindet. Ich habe gehofft, dass diese Information ihm so viel wert ist, dass er mir eine Stellung anbietet. Das hast du getan? Ja, das habe ich getan. Ja, das ist der Grund, weswegen wir hier sind, Frau Doktor. Wer ist der Klient? Ja, glauben Sie denn, dass ich Ihnen diesen Namen sagen kann? Ich habe den Fehler gemacht, mit meinem Bruder darüber zu sprechen. Er hat einen unglaublichen Vertrauensbruch begangen, aber einen weiteren Fehler mache ich nicht. Ich kann Ihnen den Namen nicht sagen. Wer mit seinen Problemen zu mir kommt, braucht Rat und Hilfe und das im Vertrauen auf meine Verschwiegenheit. Ich frage mich nur, geht Ihre Verschwiegenheit so weit, einen Mörder zu schützen? Der Mann ist kein Mörder, ist eher ein Träumer. Gewalttätig ist er nur im Traum. Gut, aber es stimmt doch, dass er des Nachts um das Haus von Herrn Tossner herumgestrichen ist, dass er vor dem Tor randaliert hat und das nicht nur einmal. Er hat sogar den Nachbar verrückt gemacht. Dem sich bei der Polizei beschwert über das Hundegebell. Gut, aber das sind Traumverstörungen, halbe Begegnung mit der Wirklichkeit, nichts weiter. Sagen Sie, Frau Doktor, glauben Sie, dass Sie ganz sicher sind, dass dieser Traumverstörte nicht plötzlich die ganze Realität wollte? Also, ich bin sicher, dass er es getan hat. Halt du dich da raus. Nein, ich kann Ihnen den Namen nicht sagen. Aber ich werde mit dem Mann sprechen. Und glauben Sie mir, ich werde erfahren, ob es war. Und wenn es war, dann werde ich Ihnen sagen, wer es ist. Jetzt nicht. Gut, wie Sie wollen. Rufen Sie mich morgen an. Gute Nacht. Sehen wir uns morgen.
Wer ist da? Ich bin es, Dr. Rolfs. Ach, guten Abend, Frau Doktor. Ich weiß, Herr Kraus, es ist mitten in der Nacht, aber darf ich mal raufkommen zu Ihnen? Ja, ja. Selbstverständlich, bitte. Ja, es ist etwas passiert. Tosner ist ermordet worden. Er ist tot? Ja, er ist tot. Jemand hat ihn vom Garten aus erschossen. Durch das geöffnete Badezimmerfenster hindurch. Tosner ist tot. Merkwürdig. Ich habe immer auf diesen Augenblick gewartet. Und jetzt, wo es passiert ist, verspüre ich einfach gar nichts. Sie haben mir erzählt, dass Sie manchmal abends vor seinem Haus gestanden haben. Heute Nacht auch? Nein. Nein, nein, da. Das ist doch im Ruhrgebiet. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, aber er ist heute Abend zurückgekommen. Sie haben nichts damit zu tun. Nein. Ich habe gestern Nacht noch mit dem Mann gesprochen. Er war es nicht. Ja, Frau Dr. Rolfs, den Eindruck, den Sie haben, der reicht Ihnen. Ich verstehe das, aber uns nicht. Ich bin ausgebildete Psychologin. Ich will Ihre Qualifikation ja gar nicht in Frage stellen. Aber es geht um Mord. Bei Ihrem Klienten handelt es sich ganz zweifellos um einen pathologischen Fall. Da reicht es ganz einfach nicht, wenn Sie uns sagen, er war es nicht. Also bitte sagen Sie uns seinen Namen. Sie könnten ihm doch sagen, er soll hierher kommen. Ich meine, wenn es nicht wahr, braucht er ja keine Angst zu haben. Gut, ich werde mit dem Mann sprechen. Dann ist es seine eigene Entscheidung. Gut. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe jemandem gegenüber erwähnt, dass mich ein Klient aufgesucht hat, der davon träumt, Tosner zu ermorden. Es tut mir leid, aber jetzt ist Tosner ermordet worden und diese Person hat das, was sie von mir erfahren hat, der Polizei gemeldet. Die Polizei war bei mir. Man wollte ihren Namen wissen. Ich habe ihn nicht genannt. Aber jetzt frage ich Sie, wollen Sie sich der Polizei stellen? Sie müssen es nicht tun. Niemand kann Sie dazu zwingen. Wenn Sie Nein sagen, okay, ich akzeptiere es. Nein, nein. Nichts dagegen. Ich mach das. Wenn man das will. Ja, bitte. Ah, das ist nett. Kommen Sie bitte herein. Danke. Bitte setzen Sie sich. Grüß Gott. Das ist der Kleine, der sich während unserer Unterredung ein paar Notizen machen wird. Warten Sie bitte draußen. Kann ich nicht dabei sein? Ich meine, da werden Themen berührt, die... Ja, ich weiß. Kann ich Sie mal ansprechen? Mhm. Frau Doktor, Sie mögen Herrn Kraus, ja? Das ist richtig. Sie möchten ihn beschützen. Ja, weil er sich gegen die Gleichgültigkeit und Profitgier von Leuten wie Tosner wendet. Vielleicht ist es komisch und lächerlich, wenn er nachts vor das Haus geht und randaliert und ihn den Tod wünscht. Aber Mord, dass er einen Mord begeht, das passt nicht zu ihm. Warten Sie hier. Kommen Sie. Hören Sie, es wird ja kein Geheimnis bleiben. Wo waren Sie gestern Nacht gegen 11 Uhr?
Ich war zu Hause. Kann es jemand bezeugen? Wie bezeugen? Waren Sie allein in der Wohnung? Ja, ja. Ich war allein. Hat Sie zur fraglichen Zeit irgendjemand gesehen? Ein Nachbar vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie haben also kein Alibi? Hat Sie zur fraglichen Zeit jemand vielleicht woanders gesehen, vor Tosners Haus? Nein, nein, das ist überhaupt nicht möglich. Warum nicht? Sie haben gewartet, bis Tosner zurückkam, ne? Ja, und dann sind Sie über das Gitter gestiegen. Zumal die Hunde nicht draußen waren, ne? Glauben Sie mir, ich war zu Hause. Tosner war doch in Düsseldorf. Ach, wussten Sie mal, wo Tosner sich aufhielt? Woher wussten Sie denn das? Ja, ja, das stand auch in der Zeitung. Und Sie haben alles gelesen, was da über Tosner berichtet wurde? Ja. Weil Sie ihn gehasst haben? Ja, das habe ich. Sie haben den Mann so sehr gehasst, dass Sie nachts vor seinem Haus standen, herumgeschrien haben. Können Sie mal wiederholen, was Sie gerufen haben? Soll ich mal vorlesen, was Sie geschrien haben? Sie werden Ihrem Schicksal nicht entgehen, Tosner. Ihrem gerechten Schicksal werden Sie nicht entgehen. Sie verdienen, dass man Ihnen den Hals umdreht. Und eines Tages, da wird es jemand tun. Haben Sie es getan? Nein. Ich weiß nicht. Warum haben Sie eine Psychologin aufgesucht? Weil... Ja, wir wissen, warum Sie es getan haben. Sie haben den Mord im Traum begangen. Ist das richtig? Ja. Es spricht einiges gegen ihn. Vielleicht werde ich einen Haftbefehl beantragen, eine Durchsuchungserlaubnis für seine Wohnung auf jeden Fall. Was wollen Sie denn dort finden? Die Tatwaffe. Stefan, kommst du mal? Das lag hier im Papierkorb. Tosner kauft ganze Häuserzeilen im Ruhrgebiet. Aus der Zeitung ausgeschnitten? Warum? Was soll denn das? Kommen Sie. Na, kommen Sie. Schauen Sie sich das an. Das ist Hansi Kugler, 9 Jahre alt. Der Junge ist bei der Zwangsräumung der Wohnung seiner Eltern, seines Zuhauses, aus dem Fenster gesprungen. Er ist tot. Ein Junge aus Ihrer Klasse? Ja. Zwangsräumung einer Tosner-Wohnung? Ja. Ich gebe zu, dass ich mit der Sache nie fertig geworden bin. Ich hätte den Mann umbringen können, aber... Sicherlich sehen Sie mir nach, dass ich keinerlei Trauer empfinde. Ja, gut, ich habe dein Vertrauen missbraucht. Aber überleg doch mal, so konnte ich doch der Polizei wenigstens helfen. Hättest du sie informiert? Von selbst? Nein. Sie hat sich da rausgehalten und dich mit deiner Schweigepflicht beruhigt. Jetzt hat die Polizei ihren Mörder. Was meinst du, wie froh die sind, dass es so schnell gegangen ist? Er hat es nicht getan. Er ist nicht der Mörder. Dann bist du klüger als die Kriminalpolizei. Mein Gott, die sammeln Argumente, Fakten, Tatsachen. Das ist ganz sachlich, eine Art Mathematik. Und unterm Strich kommt es eben heraus. Summa summarum, er war es und kein anderer. Gefühle haben da nichts zu suchen. Summa summarum. Hast du summa summarum deine Stellung bei Tosner bekommen? Wieso? Ich frag dich. Hast du sie bekommen? Ja, ich habe sie bekommen. Dann hat sich dein Vertrauensbruch ja wenigstens gelohnt. Sag mal, du hast den Haftbefehl für Kraus gar nicht beantragt. Nein. Das verstehe ich nicht. Was spricht dagegen, dass er der Mörder ist? Dass er so sympathisch ist oder was? Ach, Harry, komm, hör auf. Nein, weil er alles ganz offen tut. Er hasst Tosner und er gibt es zu. Er will mit ihm sprechen und als ihm das nicht gelingt, da zieht er nachts vor sein Haus, er schreit, er randaliert, stößt Morddrohungen aus. Ja gut, aber ich meine, er ist auf Tosner fixiert, richtig? Unbedingt. Er träumt doch davon, ihn umzubringen. Nun, nein. Ja, was ist nun, wenn er Traum und Wirklichkeit verwechselt hat? Herr Rolf? Ja? Herr Rolf? Ja, unterwegs in der Mordsache Tosner. Ja, ich habe ein Büro hier. Oh, Moment. Pardon. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte. Danke. Hübsches Büro.
Wirklich, das ist ein sehr hübsches Büro. Ja, das ist ja alles eine ganz neue Aufgabe für mich. Ach, das werden Sie schon schaffen. Wollen wir hoffen. Ja, Sie sprachen von der Mordsache Tosner. Das ist doch erledigt, oder? Ja, nicht zuletzt dank Ihrer Mithilfe. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe dabei nur an mich gedacht. Es war nicht schön von mir, dass ich meine Schwester damit hineingezogen habe. Aber wieso? Das hat sich doch gelohnt. Wie meinen Sie das? Nun, wir haben den Mörder, Sie haben eine gute Stellung, nur für Tosner, um dessen Leben es ja ging, da, naja, für den kam jede Hilfe zu spät. Ja, gibt es irgendeinen Grund, warum Sie mich aufsuchen? Ja. Ich möchte Sie fragen, hatten Sie mal irgendwann einen Vorstellungstermin bei Tosner? Ja, den hätte ich gestern gehabt, um 14.30 Uhr. Seine Frau hat telefonisch mit ihm über mich gesprochen. Ja, stimmt. Tosner pflegte seine Termine immer selbst hier einzutragen, wissen Sie? So, jetzt will ich Sie aber nicht länger stören in Ihrer Arbeit, Herrn Tosner das Geld zu verdienen, von dem er nun gar nichts mehr hat. Von dem er nun wirklich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr hat. Ja, bitte? Ja, hier ist Derek von Tosner. Kann ich mal reinkommen? Ja, bitte. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, ich komme ganz unangemeldet. Das macht nichts. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Man kann sich gar nicht vorstellen, was alles für eine Beerdigung zu erledigen ist. Ja. Darf ich Ihnen etwas zu trinken? Nein, nein, danke. Ja, ich habe Sorgen. Frau Tosner, ich habe Sorgen. Schauen Sie, ich habe jetzt einen Tatverdächtigen, aber... Er hat noch kein Geständnis abgelegt. Ja, brauchen Sie das unbedingt? Mit genügend Indizien wäre mir schon gedient, aber ich glaube, dass, ich meine, vielleicht ist dieser Lehrer, dieser Ulrich Kraus, gar nicht der Mörder. Ach, Sie zweifeln? Ich muss. Vielleicht ist der Mann gar nicht wegen seiner Wohnungsgeschichten erschossen worden. Vielleicht gab es für das Verbrechen ganz andere Motive. Ich nenne nur eins, Eifersucht. So, Sie überraschen mich, Herr Derek. Wie gut, verzeihen Sie bitte, dass ich das frage, wie gut war Ihre Ehe? Wenn ich Ihnen diese Frage nicht beantworte, wissen Sie, wie sie war. Ich habe nichts zu verbergen. Und wer immer der Mörder war, ich will, dass Sie ihn fassen. Danke. Ja, Derek. Herr Wolf, reicht die Arbeit im Büro nicht? Bringen Sie jetzt die Arbeit auch noch Ihrer Chefin ins Haus? Herr Derek hat mich schon in der Firma aufgesucht. Ist der Wagen noch gebraucht? Ja, Sie müssen Herrn Rolfs noch ins Büro zurückbringen, Dickmann. Kommen Sie. Wiederschauen. Wiedersehen. Herr Dickmann, ich möchte Sie was fragen. Sie fahren jetzt Herrn Rolfs, nicht? Das ist Anordnung von Frau Tosner. Na ja, ist ja ein tüchtiger Mitarbeiter. Wohnt Herr Rolfs jetzt hier? Ne? Ah, die Frage gefällt Ihnen nicht, was? Ist das alles jetzt? Fast. Haben Sie morgen früh Zeit, 9 Uhr, Präsidium? Wieso? Ist eine Vorladung. Ja, Dickmann, wir haben ja schon in der Mordnacht mit Ihnen gesprochen und Sie waren ja, wenn auch nicht Augenzeuge, doch immerhin waren Sie Ohrenzeuge. Sie waren unmittelbar am Tatort und wir möchten gerne das Protokoll Ihrer Vernehmung noch einmal mit Ihnen durchgehen.
Und warum denn? Ja, bei uns sind Zweifel aufgetaucht, ob dieser Schreihals da vor dem Tor auch wirklich der Mörder ist. Dass er ehrlich gesagt, wir glauben das nicht mehr. Nein? Nein. Also, Sie haben Herrn Tossner nach Hause gebracht. Moment mal. An jenem Abend fuhr ich Herrn Tossner wie gewohnt nach Hause. Die Hunde waren nicht draußen. Dickmann, das war das Erste, was Tossner auffiel. Er fragte, warum sind die Hunde nicht draußen? Ja, sie sagte... Wer Sie? Frau Tossner. Sie sagte, dass die Nachbarn sich über das nächtliche Hundegebell beschwert hätten. Und dass sie deshalb von der Polizei angerufen worden sei. Ja, das haben wir uns natürlich erkundigt. Die Polizei hat Frau Tossner nicht angerufen. Niemals. Zu keinem Zeitpunkt. Ja, aber sie sagte es mir doch. Dann hat sie eben nicht die Wahrheit gesagt. Warum nicht? Sollten die Hunde nicht draußen sein? Na, aber weiter. Sie haben dann den Wagen in die Garage gefahren und sind in Ihre Wohnung gegangen. Ja, ich bin in meine Wohnung gegangen, ja. Also hier steht, ich war vielleicht ein, zwei Minuten im Zimmer, als ich den Schuss hörte. Ich bin dann gleich rübergerannt. Na, wie viele Meter sind das so? 50? Ja, so ungefähr. Ungefähr. Von wo aus rechnen Sie das? Von Ihrer Wohnung bis zur Haustür oder vom Badezimmerfenster bis zur Haustür? Was wollen Sie damit sagen? Ich habe doch Tossner nicht erschossen. Nein? Nein. Harry, liest doch bitte mal die Stelle im Protokoll vor, wo nach der Waffe gefragt wird. Dickmann wurde gefragt, ob er als Fahrer einer so gefährdeten Person, gleichsam als sein Leibwächter, im Besitz einer Pistole gewesen sei. Sie haben die Frage verneint. So, und jetzt frage ich Sie noch einmal. Lag nicht ständig eine Pistole im Handschuhfach Ihres Wagens? Herr Dickmann, wir haben die Sekretärin von Herrn Tossner befragt. Sie sagte ja natürlich selbstverständlich, lag da ständig eine Pistole im Handschuhfach. Herr Tossner hat Ihnen sogar den Schießunterricht bezahlt. Also, Herr Dickmann, es tut mir sehr leid, aber ich muss Sie festnehmen, unter dem dringenden Verdacht, Herrn Tossner erschossen zu haben. Hören Sie, ich habe Tossner nicht erschossen. Gut, die Pistole lag im Handschuhfach, das gebe ich zu. Aber da liegt sie nicht mehr. Ja, das verstärkt den Verdacht nur gegen Sie. Ich habe nichts damit zu tun. Ich will Ihnen etwas sagen. Frau Tossner hasst ihren Mann. Eines Tages kam sie zu mir, besuchte mich in meinem Zimmer und sagte, während sie mit mir im Bett lag, du hast doch eine Pistole. Den hassen so viele Leute. Den Mörder wird man nie finden. Und vor ein paar Tagen, der Chef war noch in Düsseldorf. Da war der Rolf sie im Haus. Die ganze Nacht. Und am nächsten Tag vermisste ich meine Pistole. Ich habe das Frau Tossner gesagt. Die Pistole ist weg. Darauf sagte sie, aber Dickmann, Sie haben doch nie eine gehabt. Wo willst du das Ding überhaupt suchen? Am Tatort war keine Spur von einer Waffe. Und der Täter, wer immer es auch war, wird es ja wohl kaum unterm Kopfkissen versteckt haben. Eben, sie kann in der Isar liegen, sie kann im Wald begraben sein, kann aber auch sein, dass sie gar nicht so schwer zu finden ist. Aha, und du weißt zufällig wo? Denk mal nach. Aus. Wir haben diese Pistole hier gefunden. Das ist zweifellos die Tatwaffe. Ein Müllcontainer auf Ihrem Hof. Ja. Und jetzt nehmen Sie mich wahrscheinlich fest. Wieso? Haben Sie die Pistole in den Müllcontainer getan? Nein. Ich habe das Ding nie in meinem Leben gesehen. Aber das glauben Sie mir wahrscheinlich sowieso nicht. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt. Also machen Sie sich keine Sorgen mehr. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Sie haben was? Einen Haftbefehl. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, Tossner ermordet zu haben. Moment, ich habe ihn vor seinem Mörder gewarnt. Ja, um zu einer Anstellung zu kommen. Sie sind festgenommen? Sie haben Tossner getötet, um seine Stelle einzunehmen. Mit der Pistole aus Dickmanns Wagen.
den zweiten Schlüssel, nicht? Nein, das ist ganz offiziell. Daran zweifle ich nicht, aber es nützt eben nichts. Und die Pistole in die Mülltonne von Ulrich Kraus zu stecken, das war wirklich keine gute Idee. Es ist zwar die Tatwaffe, aber wie hätte Kraus an sie kommen sollen? Im Grunde wollte ich nur eine Stellung. Sie haben sich als Kaufmann beworben und Sie wurden als Mörder engagiert. Aber ob Sie das jemals beweisen können? Jetzt mache ich mir natürlich Vorwürfe, diesen Mann eingestellt zu haben. Aber seine Referenzen waren durchaus akzeptabel und sein persönlicher Eindruck, naja, Sie wissen es ja am besten, einem Mörder sieht man es immer erst an, wenn man ihn gefasst hat. Er beschuldigt Sie der Mitwisserschaft und was noch gravierender ist, der Anstiftung zum Mord. Ein Mann mit Anspruch auf eine leitende Stellung lässt sich von mir zu einem Mord anstiften innerhalb weniger und auch noch arbeitsreicher Tage? Er stellt es so dar. Eher ein Kompliment als eine Beschuldigung. Aber gut, dass Sie ihn gefasst haben. Derart labile Charaktere kann man in unserer Branche sowieso nicht brauchen. Im Ernst. Glauben Sie ihm? Ich muss dem nachgehen. Sie wollen mich doch nicht etwa mitnehmen? Ja. Dann wird mein Anwalt gleich Haftbeschwerde einlegen. Das steht ihm frei. Ich bin sicher, dass er damit durchkommt.